Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen MBK Fragt oder Interviewt oder wie auch immer. Heute haben wir den Alexander Wegner aus Berlin von Solid Scale hier bei uns. Alex, schön, dass du hier bei uns sein kannst und den weiten Weg aus Berlin gemacht hast. Dankeschön, bitteschön. erzähl mal ein bisschen, wie bist du zum Modellbau gekommen? Zum Modellbau gekommen? Ja, wo waren die ersten Berührungspunkte? Wahrscheinlich wie bei all unseren kleinen Kindern, irgendwelche Flugzeuge, Panzer. Also das ist ein bisschen irre. Meine Mutter hat mit meinem Vater zusammen vor tausenden von Jahren haben die Modenschauen ausgerichtet. Eine Art Agentur gehabt und haben das gemacht. Und dann war das in einem Einkaufscenter, ganz klassisch irgendwie, in Berlin einfach. Und wir Kinder haben mit teilgenommen und haben als Dank von dem Center einen Bausatz bekommen. Aha. Ich habe von Revell einen Space Shuttle bekommen. Cool, ja. Ich glaube, das habe ich früher auch mal gehabt. Und das war das allererste eigentlich. Okay. Mit meinem Vater hat es dann gebaut. Ja. Ist aber Ewigkeiten her. Und dann gab es mal einen Jagdflieger aus dem Ersten Weltkrieg, irgendwie einen Doppeldecker, so ein bisschen zusammengebastelt. Und das erste richtige war dann eigentlich ein T-34 von Matchbox, ein AT-72. Also das war dieses, auch schon ein paar Tage her. Ja, das klassische Boxart, was einen gefesselt hat, so die ganzen Matchbox-Dinger, war ja auch geil früher. Und dann ja, verschiedene Matchbox-Sachen und dann mal ein T90 von Revell und hier und da und die kleinen Figürchen, also genau, und dann war irgendwann kam der erste 135, das war der von Tamir, der Panther D, glaube ich. Dieses ganz simple, wo wirklich nicht viel dran ist. Ja, ja, ja. Mit Pinsel noch angemalt und so und dann von Tamir ein Stuck und sowas und ein Steier, da habe ich so drei, vier Dinger gehabt. Ja, und dann wurde ich 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Plötzlich andere Sachen interessant. Ja, da war dann nicht mehr Modellbau. Komisches Verhalten irgendwie gleich. Und dann stolperte ich im Internet über ein Modell, über ein Foto von einem Modell, wo ich dachte, boah, da war immer so ein klassisches, wie auch im Laden früher stand, in den Schaufenstern irgendwie gebautes Modell, so, ach mal, wie machen die das? Gerne mal machen. Bin los, hab mir natürlich gleich einen Jagdtiger geholt von mir, den Otokarius, Unsummen natürlich, angefangen zu bauen und war mir viel zu viel irgendwie. Dann aber wieder angeblieben und dann bin ich auf diese E-Serie gestoßen von Trompeter. Und habe mir einen FLAC E50 geholt, habe den gebaut und habe gemerkt, ich kann ihn anmalen, wie ich möchte, weil es eine E-Serie ist. Richtig. So, habe es getan, habe dann gleich schon die erste Schablone dafür gemacht. Das heißt, wie war dein beruflicher Werdegang so nach der Schule? Ausbildung Mediengestalter. Okay. Also das bedeutet Werbeagentur, ganz klassisch. Und angefangen sofort mit Plotter, Folien, Autobeschriftung, Schaufensterbeschriftung. Also ich mache seit 15 Jahren, plotte ich Folien. Nicht nur, ich mache auch viel Messebau und so, solche Geschichten. Aber wenn ich eins kann, dann ist es Daten erstellen fürs Plotten und das Plotten an sich und das Aufkleben mit Folien. Also ich kann alles kleben, was ich möchte. Das ist gut. Das war der Modellbau natürlich perfekt. Genau, und um die Brücke zu schließen, Modell, ich wusste, ich kann machen, was ich will. Ich konnte mir Schablonen selber herstellen, wie ich die möchte. Hab's ja getan, habe noch den Filter selber gemischt mit der Farbe und der Verdünnung, ganz dünn gesprüht und ganz grausam alles. genau, und bin hängen geblieben und dann kam Facebook. Ich habe dann bei Facebook entdeckt, oh, da ist was. Da gibt's noch mehr von der Sorte. Was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Und dann ging irgendwie eine Welt auf und tausende Vorlagen und dann Modelle gesehen, wo ich dachte, werde ich niemals schaffen, die für mich heute, ohne arrogant zu sein, wo ich heute sage, da bin ich wesentlich besser, weil jeder hat seinen eigenen Stand, so wie er kann. Aber man hat immer Modelle, wo man sagt, oh, da mal hinkommen, den nächsten Schritt schaffen und so das Weathering und den Matsch und die Kettenfärbung und was auch immer, irgendwie die Bemalung an sich und Freihand Airbrushen und das Muster und so weiter. Und bin dran geblieben, mittlerweile seit, glaube ich, 6 Jahren oder so, bin ich wieder aktiv, also wirklich aktiv baue. Ich hauptsächlich 1:35 oder 1:35, was auch andere. Die hauptsächlich. Gerade ein bisschen dabei, 1:48 zu machen. Mhm. Finde ich ganz spannend, der Maßstab. Aber 1:35, what if, also entweder deutsche Fahrzeuge oder what if. Mhm. Ich habe etliche Russen dazu liegen, aber ich habe es noch vor, mal zu machen. Ja. Viele sagen auch, Alex, mach doch endlich mal ein Russenfahrzeug oder so. Ich habe ganz viele. Man muss Lust dazu haben, ne? Genau. Und momentan habe ich richtig Bock immer noch auf die What-If-Sachen. Auch gerade verbunden mit meinen Masken, weil ich mich da einfach austoben kann und da Sachen entwerfen kann. Das ist einfach super. Und die Leute wollen es ja. Das ist ja auch gerade ein großes Thema, das What-If. Immer noch ein großes Thema. Und es wird ja auch durch den Musing-Hobby und
Model Collection, wie sie alle heißen, und auch das Werk bringt ja auch What If raus, und da wird es einfach, der Bedarf ist da, steigt an, absolut. Abnahme ist da, also warum nicht? Viele sagen nicht, ja, What If, so ein Quatsch, aber ich bin der Meinung, ich baue es auch gerne, ich mache keine Fantasie, also schon Fantasie, aber ich versuche es logisch zu entwickeln. Also wenn bei einem Dark Panzer 4 dieser Mechanismus für den Richtschützen oben auf dem Dach drauf war, für das Periskop, dann braucht der E25 das auch, ganz klar. Warum soll er es nicht haben? Klar. Es ist ja vonnöten irgendwie. Ja, ja. Und deswegen so gehe ich an die Sache ran und baue dann die Sachen so um, dass sie dann praktisch nach bestem Gewissen funktionieren würden. Also relativ realistisch. So macht das auch Sinn. Ne? Genau. Und jedenfalls E-Serie, und habe mich dann angekämpft und habe dann gesehen, da gibt es auch richtige Gruppen, die nur über What If philosophieren und Bilder schicken. Ja, dann ging es halt los. Und ich habe gesehen, es gibt Menschen, die wollen irgendwas lackieren und schaffen es nicht. Ob es eine Nummer ist oder ein Tarnmuster, irgendwelche Streifen oder irgendein Symbol oder was auch immer. Ich glaube, hier, ich kann was, ich kann dir helfen, gib mir die Maße und gib mir eine Vorlage, wenn du hast. Dann mache ich das, schicke ich dir das, mach es. Ja, cool. Dann habe ich kleinen Leuten geholfen, ich habe großen Leuten, die sogenannten Stars, denen habe ich geholfen und Kontakte geschlossen. Das heißt, du sitzt dann an deinem Computer, hast eine Vorlage, zeichnest die Linien. Genau. Und das Ganze geht am Plotter und der schnibbelt dir das dann zurecht. Ausgespuckt und dann hat man es. Klar, man muss echt gucken, dass es funktioniert. Schablone ist nicht gleich Schablone, es muss auch funktionieren natürlich nachher. Gibt es auch minimale Linienstärken oder. Theoretisch, das Gerät schafft 0,1 mm locker. Okay. So, ist natürlich die Folie, macht sich mit. Kannst schneiden, aber es ist natürlich nicht mehr praktikabel. Ja. Aber grundlegend kann man sehr klein und fein herstellen, plotten. Das ist kein Problem. Und du machst ja nicht nur so, ich sag mal, Schablonen für die Tarnmuster, sondern auch Insignien, Nummern. Genau. Ich habe auch einfach. Ich hatte eiserne Kreuze, Balkenkreuze. Genau, ich hatte einen Kunden, der hat eine Bismarck, nee, eine Tirpitz gebaut. Und der wollte. Die war ja mehrmals gestrichen mit Tarnmuster. Und es gab auch so einen, mit so einen Splittertarn, sage ich mal, also gerade Linien irgendwie. Mhm. Wollte den lackieren, dann hat er mir irgendwie ein Bild zugelegt, der hat mir das abgemessen, ich habe es dann erstellt und gemacht und dann hat das benutzt und sah gut aus. Also auch sowas ist möglich mit Schiffen, Flugzeuge ist ja alles. Ich habe auch einen Kunden, der baut Raumschiffe, AIDA auch. Hm. Das Deck für die AIDA abgemaskiert. Okay. Der hat das dann holzfarben irgendwie gemalt, weil so ein Brauner, was da irgendwie ist. Und dann hat er wie 1000 Wände und Treppen und so, da war alles bemessen und ausgeplottet, alle aufgeklebt, lackiert. Ja, super. Klingt ja ein ganz schöner Aufwand. Ja. Ging eigentlich, aber ja, das Spektrum ist halt riesig groß. Ne? Ja, ja. Rollen abkleben, für wenn du die Gummirollen halt hast und solche Geschichten. Oder ja, ja. Wo siehst du so den Modellbau? Wo steuert er hin? Was bringt die Zukunft? Was sollte die Zukunft bringen? Was fehlt noch? Mir persönlich fehlt, ich hätte gerne, wenn ich ein Modell kaufe, dass ich ein Alurohr drin habe, dass ich auch Metallketten drin habe, auch mal eine Maske drin habe. Mir fehlt das. Das Komplettpaket. Also Sachen wie hier, kann ich das zeigen? Ja, ja. Wie das hier, das halt, was halt den Ferdinand und den Kran drin. Finde ich cool. Weil das ist halt durch eine Riesenkiste, da baust du aber wahrscheinlich ein halbes Jahr dran. Ich glaube, das ist die größte Kiste, die ich für einen Metallrohrsatz echt wirklich hier gesehen habe. Das ist natürlich krass, ne? Und hier ist auch Metallrohr drin sogar. Ja. Wahrscheinlich imitiert, aber. Ja, in der ersten Auflage. Erste Auflage. Auch hier mit der Mündungsbremse im Metall, das ist richtig schön. Genau, finde ich cool. Richtig schnieke. So, und ja, klar, du hast hier eine. Antenne, warum keine Antenne drin? Warum ist keine Messingantenne drin? Ganz, das kostet ja kein Geld für den Hersteller, das ist ja den der. Nee. Also, und sowas finde ich cool, weil so ein paar Gimmicks drin sind, die. Das machen den Satz teurer, klar, aber du hast halt. Du fängst an zu bauen und du. Ja, es wird ein geiles Ding. Ja. So. Und natürlich argumentieren wir, viele gibt ja, ich sag mal, Anfänger oder Leute, die haben schon ein Metallrohr dafür, die sagen, muss ich noch eins kaufen, will ich gar nicht oder sowas. Ist natürlich schon bei so einem, wo du Interior hast, das ist natürlich kein Anfängermodell. Ne? Also ja. Es kann ja auch mal eine Elite-Line geben, wo alles drin ist. Gibt es normale Line, wo ich sage, so wie Eduard das da teilweise macht, ne? Dass er dann eine Profi-Line hast, wo du dann Resin-Teile und Äste, Gedönste. Weil ich gebe Geld für das Hobby aus. Ich muss auch jetzt durch mein Geschäft Geld dafür ausgeben. Ich muss ja mir auch Bolze kaufen, irgendwie, um was zu gucken und zu machen und so weiter.
Und ich finde es relativ leidig, auch wenn ich jetzt nicht den, wenn ich jetzt RB-Models nicht ihr Geld wegnehmen will, aber ich muss dann das rausholen, da muss das Rohr richtig, das richtige Rohr sein. Und gerade bei 7,5 cm bei den Mazda 4 und Stux, das sind irgendwie 20 verschiedene Rohrsorten, und dann früh, spät, knapp, mittel und kurz lang. Kurz vor Glockenschlag, ja. Ja, dann wird man manchmal irre und dann noch die Ketten raussuchen und dann da. Und dann BE-Teile brauchst du auch immer nur die Hälfte von. Also warum nicht mal in den reduzierten Satz rein mit Werkzeughaltern und so ein bisschen Kram. Ja. Also so in die Richtung fände ich ziemlich cool, aber klar, ist ein bisschen was für die Cracks natürlich. Klar, klar. Ja. Nochmal zu deinen Masken zurück. Wenn jetzt, ich sag mal, jemand das erste Mal mit Masken arbeitet, was kannst du dem als grundlegenden Tipp auf Reise geben, dass er nicht gleich sagt, was für eine Scheiße, ich komme damit nicht klar. Ja, genau das, man muss ruhig bleiben. Man muss, also Geduld? Geduld. Das Ganze durchdenken. Man muss sich bewusst, ja genau. Bewusstsein, was ist eine Maske? Es gibt ja Positiv-Negativ-Masken. Ich mag es ja fast gar nicht erzählen, aber mein lieber Kollege, der hier auch arbeitet, dem hattest du ja eine Maske speziell fertig gemacht und er hat das erstmal gearbeitet und hat dann das ganze Modell beklebt und sagt, was mache ich denn jetzt? Ich so, ja, du musst ja irgendwo was sprühen, du musst das Sachen abmachen. Und jetzt habe ich alles drauf. Aber ich sage nicht, wer es war. Aber ist mir auch passiert. Man muss halt eben wissen, wie funktioniert das? Die Reihenfolge ist wichtig. Ich kenne vielleicht ein paar, einen roten E75 Jagdpanzer, rot grundiert, wollte ich mit gelben Streifen versehen. Und das heißt, wenn ich den, der ist rot, ich will den gelb lackieren, muss ich rot abkleben und die freien roten Flächen, da sind, lackiere ich gelb. Genau. So, was mache ich? Ich arbeite mich durch, ganz fröhlich, super geil und bin fertig und fest. Jetzt habe ich aber falsch schon abgeklebt. So, alles wieder ab und von vorne angefangen. So, das passiert mir auch. Ja. Mit dem Gedanken und ich bin auf das Muster konzentriert gewesen und dann passiert sowas. Also man muss ruhig bleiben, auch mal vielleicht ein bisschen vorher testen, irgendwie, wie die Eigenschaften sind. Und ja, man muss halt ein bisschen. Schablone ist nicht einfach, kann aber viel helfen. Gerade so bei viel Kanting oder mit viel Details. Und Schablone ist durchsichtig, man kann durchgucken, kann ich das dann auflegen, markieren, ausschneiden und so weiter. Vielleicht machst du einen Einschnitt mit dem Skalpell, wo... Teilweise richtig raus und dann kommt Flüssigmaske drüber oder Tape oder irgendwas anderes und dann geht das ja auf jeden Fall. Was ist kein Instant, ich mache eine geile Camo, man muss ein bisschen arbeiten, aber es ist auch kein Riesenaufwand. Also. Ob ich jetzt nur alles mit PE-Teilen vollhaue oder mit der Maske, ist die Maske geht schneller als PE-Teile. Also ganz klar. Ja, also von daher, das geht schon. Ja, und es ist wahrscheinlich idealerweise, dass man mit der Farbe anfängt, die am wenigsten drauf ist. Ne? Also ich nehme jetzt zum Beispiel von der Bundeswehr einen Flecktarn. Aber die braunen Flecken sind nur wenige, das heißt, ich würde es braun lackieren oder nur die paar quasi. Kommt auch mit dem Mask, wenn du jetzt positiv lackierst, dann ja. Wenn du negativ lackierst, ja, cool. Das ist also, ich würde immer empfehlen, logische Reihenfolge, deutsche Fahrzeuge, Oxidrot, Dunkelgelb und dann würde ich mit der Camo anfangen. Mhm. Man kann es auch andersrum machen, man kann sagen, ich will jetzt braune Flecken haben, dann mache ich alles braun, klebe die Flecken drauf, dann mache ich alles grün, klebe das grün ab und dann mache ich alles gelb und mache alles ab, habt ihr auch dieselbe Effekt. Aber man sieht ja auch durch die verschiedenen Farbaufträge, auch wenn ich das ein bisschen relativiert, du hast ja Absätze drin. Mhm. Wenn du jetzt vier Farben aufträgst, hast du richtige Stufen drin. Yeah. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und von daher tendiere ich, auch weil ich mit Shipping Fluid arbeite, tendiere ich dazu Oxidrot, Dunkelgelb und dann Grünbraun, wie auch immer. Mhm. Also ist meine Arbeitsweise. Du hast vorhin gesagt, du hast schon diversen Leuten geholfen mit Masken. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat oder irgendwas braucht, sagt, ich habe jetzt zum Beispiel Mars von der Bundeswehr oder was, würde ich gerne Flecktarn lackieren, dann könnte dich kontaktieren. Genau. Und du würdest das dann mit ihm absprechen, wenn er eine Vorlage macht. Prinzipiell, ich brauche immer Maße, ja. Also ihr müsst mir das abmessen, am besten auf einen Millimeter oder einen halben Millimeter am besten noch. Ich brauche Vorlagen, also wenn ihr Bilder habt, Material, auch mal eine Instruktion von einem Bausatz, wie es angemalt werden soll, kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Oder ihr habt irgendein Foto von einem Lieblingsmaßpanzer, dann Raketen. Nur ein Beispiel jetzt, weil der so schön kantig ist. Ja, gut, das scheint das ist nach einfach. Ja, denn, den haben, ihr habt hier mal gefahren, ihr wart ja beim Bundesheer, euer Ding gewesen, ihr wollt ihn nachbauen. Ja klar, dann kann man gucken, dass man dicht drankommt. Ich brauche Maße und Vorlagen. Ich blende mal deine Adresse ein hier nachher im Video. Ja. Am besten ist die E-Mail-Adresse, shop@zollsgeld.de. Ja. Das ist am einfachsten. Ah. Geht aber auch bei Facebook, ihr könnt mich auch anrufen, WhatsApp-Nummer steht auf der Seite drauf. Immer erreichbar, ich bin ja Generation Handy. oder Smartphone. Ja. Genau, und da habe ich auch ganz viel schon gemacht. Super, super. Ja, dann würde ich sagen, haben wir mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Oh. Ne? Und ich
hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr mal ein bisschen auch das Gesicht, so von wegen Solid Scale ist ja immer so ein Begriff. Die tausend Angestellten. Genau. Und ich finde das immer so ein bisschen interessanter, dass nicht immer nur einen Firmennamen hat, sondern dass er tatsächlich ein Mensch hinter sitzt, ja, der Ideen hat, der ja, mit dem man interagieren kann, der ja, ich hab auch viel erreichbar Kontakt, ist. Ja, ich habe viel Kontakt mit Kunden. Ich habe auch, die schreiben hier und schicken mir WhatsApp-Bilder und Probleme und Sorgen und dann helfe ich denen und so weiter. Also ja, ist ja auch okay. Ja, ist auch vorbildlich. Ja, warum auch nicht? Wenn, wenn die Leute sich die Mühe machen, das zu kaufen, das anzuwenden, ist aber meine Pflicht, da ein bisschen zu unterstützen. Ist auch okay. Für mich ist es einfach. Ja, ich mache es ja, ich stelle es ja her. Für mich ist es easy, aber für andere ist es einfach. Wie dein Mitarbeiter. Christian S. S. Der muss ich rausschneiden. Der hat zum ersten Mal eine Maske benutzt, hat einen Tiger 2 lackiert und die Maske ist echt hardcore. Ja, ich habe es ja auch selber gesehen. Aber das ist halt eben nichts, wenn man noch nie mit Masken gearbeitet hat, denn mit sowas anzufangen. Und dafür hat er es wirklich gut gemacht. Am Ende ist es gut geworden. Also er ist wirklich, wirklich hinbekommen. Es brauchte Geduld und Spucke. Ne? Ja, klar. War, glaube ich, Wettbewerbsmodell, dass er eben schnell fertig machen wollte und das war der falsche Ansatz. Der war da schon im Verzug gewesen die ganze Zeit. Und dann ja, ja. So also wenn ihr mit Masken arbeitet, nehmt euch Zeit. Ne? Nichts für schnell, schnell. Ich muss das mal eben fertig machen. Aber der Erfolg spricht dann am Ende für sich. Auf jeden Fall, der Effekt ist schön. Und ich sage jetzt mal, wir machen so viel Einsatz bei den Ketten und dann machen wir Friul-Ketten oder Masterclub und dann bearbeiten wir die Oberfläche mit Mr. Surfacer und machen die Schweißnähte und die Schneidbrennerkanten und dann die ganzen PE-Teile bauen wir alles an und dann bei der Bemalung, warum nicht den gleichen Aufwand betreiben? Richtig. Ja, also. Wobei ich ja mittlerweile verstehe, dass bei mir Bemalung und Alterung dauert länger als der ganze Bau. Ja, ist auch so. Also ich habe auch so ein bisschen, bei mir so ein bisschen, also bauen und markieren bin ich sehr gut, aber wenn es jetzt ums Altern geht, ja, da verhassle ich mich schnell. Da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, weil ich nicht immer zu viel mache. Ich mache viel mehr Pigmenten, weil ich eigentlich cool finde. Es ist ja auch eigentlich, wenn du dir Pass anguckst, hat eine Farbe an Staub überall drüber. Ja. So, wenn es auf dem Modell macht, sieht es doof aus. Ja, natürlich. So. Da muss man viel mehr ins Detail gehen. Und ich bin aber so ein bisschen der Verfechter so. Ich mache keine Color Modulation, ich mache keinen Pipapo, weil ein Panzer sieht immer so aus, wie er aussieht. Und zeigt mir ein, wo der Verlauf hat. In dem ist das Quatsch, das gibt es einfach nicht. Und auch beim Weathering, ich muss ein bisschen da mich zusammenreißen, aber ich sage immer, ja, aber so ist eigentlich richtig so. Ne? Obwohl es. Ja, die Kleinheit des Modells schreit natürlich dazu, dass man manche Sachen übertreiben muss, um es wirken zu lassen. Klar, ne? Klar. Ja. Aber im Endeffekt ist es dann richtig. Ist eine schwere Frage, ist mehr klar, philosophische Frage als. Absolut. Dafür gibt es ja auch die verschiedenen Schulen, die spanische Schule. Ne? Richtig, ja. Genug Leute, die malen den einfach flach an, sagen, so ist er aus dem Werk gekommen. Ja, ich finde es aber zum Beispiel cool. Also, Color Modulation habe ich früher gemacht, sieht geil aus, gar keine Frage, ist mega unrealistisch, also, ja. Aber die Herausforderung, Rinaldi macht Plan Farbton, so, und der macht dann eine Camo meinetwegen, hat dann drei Farben drin, alles ist Plan, nichts mit Modulation, und das sieht geil aus. Ja. Und die Kunst ist doch, mit wenig Mitteln das Perfekte hinzukriegen und die guten Effekte hinzubekommen. Und ich meine E-Serie-Modelle, ich habe da keine Werkzeuge dran, ich habe keinen Stickstahl dran. Ich mache das wenig, das was ich mache, versuche ich sehr gut zu machen. Also mit sehr viel Aufwand mit Detailgetreuheit und so weiter. Und ich finde, wenn man mit wenig Mitteln viel schafft, hat das einen größeren Hingucker-Wert, als wenn ich das jetzt ein PE-Bomber draus mache. Mercaba-Panzer zum Beispiel, da kannst du ja so viel PE ranhauen an die Teile, das sieht geil aus. Es gibt einen, der war auf mehreren Ausstellungen gewesen, unbemalter, Mercaba. Hast du in Ungarn gesehen, in Niederlande gesehen, ja, in Expo gesehen, also in Lingen gesehen. Ja. Und klar, der reißt damit rum, sieht mega geil aus. Aber er würde den nie anmalen. Das ist der Effekt. Weiß ja nichts mehr. Dein Fahrdorf ist ja egal, das siehst du eh nicht mehr. Ja. Da musst du schon drin, ganz hinten, die Cracks sehen sofort, ach guck mal, kein PE-Teil. Ja, ja, oh, da macht er schon was mehr. Genau, deswegen ein bisschen weniger. Ja, lieber den Farbton richtig mischen, als dann mit 1000 Schattierungen zu arbeiten. Ja. Die Kunst ist viel größer, den Farbton zu treffen. Das ist richtig. So. Wobei das natürlich, je nachdem, was man danach noch macht, ist es immer schwierig, den richtigen Farbton vorher zu treffen. Richtig, wenn du weißt, ich mache noch die und die Schritte danach, zu welchen Farbton, womit starte ich, wo will ich hin? Aber wenn das Weathering natürlich realistisch bleibt, also gediegen bleibt, dann kommt da auch nicht so viel rauf eigentlich. Von daher geht es eigentlich normalerweise. Manchmal wundert man sich, aber gut. Ja, cool. Ja, es gibt auch diesen Tiger 1 von Radek Pitschu, der im Eis oder im Schnee festliegt. Der ist so voller Matsch, also in der Kette zumindest. Ja, sieht natürlich geil aus, aber von dem Rest ist man da. Aber der Effekt stimmt trotzdem, passt das ja. Ja. Also, manche haben halt nichts drauf. Sieht auch cool aus. Ja. Jeder so wie er mag. Richtig.
Ja, gut, dann sage ich schönen Dank, dass ihr hier warst und ja, ich hier im Interview hingestellt habe. Genau. So, euch wünsche ich noch viel Spaß und wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Interview ausgepackt oder wir reisen mal wieder durch die Gegend. Schauen wir mal. Bis dann. Tschö. Ciao.